Moin Andi. Hallo Christian. Ihr seht, wir sind schon wieder unterwegs für euch. Neues Kamera-Setup, neues Ton-Setup. Und wir sind unterwegs nach Straßburg. Christian hat ein bisschen Reichweitenangst. Ja, 25% hat die Kiste gerade nur noch. Ich weiß zwar nicht. Also wir müssen mal gucken, was das wirklich bedeutet. 25%. Wie war das? Fährst du eigentlich, wie machst du es, Andi? Normalerweise mit Kilometern. Also normalerweise okay. Mit der Kilometeranzeige. Okay. Ich habe es jetzt heute mal aus Spaß umgestellt gehabt. Nur auf Distanz. 100. Wir werden von hinten angeblinkt. Echt, warum? Von meiner Schwiegermutter in Spee, die hinter uns herfährt. Ach was, echt? Okay. Wir wollten immer mal ausprobieren, wie das Model 3 bremst. Ach du Scheiße, ich glaube, da müssen wir hier aber ein paar Sachen festhalten. Nein, nein, sowas machen wir nicht. Ja, wir sind unterwegs, wir haben noch 125 Kilometer und zu fahren sind es, glaube ich, 16 Kilometer oder sowas. Er sagt 32. 32 Kilometer, wow, so weit? Da sind die Hinkels. Ah, die Hinkels, genau. Hühnchen. Ja. Wusstet ihr, dass Hinkel Hühnchen bedeutet? Kleines Huhn. Hinkelsteine sind also Hühnersteine. Und eigentlich waren es mal Hühnensteine. Genau. Aber das ist eine Information, die kein Mensch braucht und die wir wahrscheinlich aus dem Video rausschneiden müssen. Ist ja egal. Hauptsache ihr hört uns ein bisschen zu und ihr habt auch ein bisschen wieder was zu sehen. Also ich fand das Setup beim letzten Video ziemlich cool irgendwie. Vielen Dank auch für die vielen positiven Rückmeldungen. Hat uns beide sehr gefreut. Ja, ich finde es auch immer nett, also wenn man halt unterwegs ist und praktisch die Leute, die Zuschauer haben irgendwie ein bisschen was zu sehen, einfach halt, wenn man durch die Landschaft fährt und gleichzeitig unterhalten wir uns und haben halt ein paar Themen, ja, genau. Ja, genau, also eigentlich könnte man jetzt dieses Video so ein bisschen in die Kategorie der Ladepalaver tun, weil wir fahren zum Laden. Genau. Ja, warum fahren wir nach Straßburg zum Laden? Ja, mein Auto ist fast leer und ja, schauen wir mal. Ich brauche nächste Woche das Auto ein paar Mal für ein paar Strecken. Oh, die Flasche ist doch nicht dicht. Ist die wirklich dicht? Nein, offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Ja, also gut. Ich brauche das Auto nächste Woche ein bisschen und ich wollte es ein bisschen laden. Und da haben wir gedacht, da wir sowieso zusammengesessen sind, um ein bisschen Kaffee zu trinken, haben wir gedacht, wir machen ein neues Video. Und ja, machen ein Ladepalaver draus. Es gibt ein paar Ideen, ein paar Themen, über die wir vorhin schon mal so angerissen gesprochen haben, über die wir quasi mit euch sprechen wollen. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Und erstaunlicherweise verfolgt uns meine Schwiegermutter immer noch. Und zwar hartnäckig. Und die fährt, wie die fährt, ja. Also du fährst auch. Also yeah. du kannst ja mal einfach provokationsweise ganz gemütlich fahren. Gucken, ob sie dir auf die Pelle rückt. Und dann mal zeigen, was ein Tesla kann. Was ein Tesla kann. Naja, ich glaube, nachdem jetzt der Ton schon umgefallen ist, ich glaube, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen eine Beschleunigungsarie draus mache. Dann derangiert unser ganzes Kamera- und Tonequipment komplett. Genau, leider kommen vor uns gerade Fußgänger, somit kann ich die jetzt schlecht mit einer Beschleunigungsarie hier. Das wollen wir nicht. Wir wollen niemanden erschrecken, genau. Also, ui, ja, okay, da geht's ab. Und Wiedersehen. Ja. Okay, wir sind schon auf der B28 in Richtung Kehl mit Autopilot. Und die Sonne kommt endlich Sonne so ein bisschen kommt durch. Ein bisschen raus. Ja, ja. Ja, erstes Thema. Du wolltest loslegen. Ach so, ja, nee, ich wollte eigentlich gerade nur anknüpfen und weiterreden. Weil du sagtest irgendwie, wie bremst das Model 3? Das Model 3 bremst nicht so gut. Angeblich, ja. Nicht nur angeblich, sondern die Messungen waren... Ich habe gestern nämlich ein YouTube-Video gesehen von einem Typen aus... da Erik ist das, glaube ich, irgendwie aus den USA, der seinen Model 3 Performance tatsächlich auf Keramikscheiben und Bremssystem umgerüstet hat. Und also es ist hoch individualisiert irgendwie, das System.
Und ja gut, für eine Performance, was man halt im Track-Modus irgendwie halt um die Kurven jagen will, kann das natürlich Sinn machen. Ist nicht, glaube ich, die billigste Lösung. Aber er hat Bremstests gemacht und mit der V-Box und kam tatsächlich auf, ich glaube, 35, 36 Meter roundabout bei trockenen Straßenverhältnissen. Und wenn ich mich recht entsinne, war das auch so, wurde kritisiert anfangs beim Model 3, dass das ABS-System wohl nicht gut eingestellt war oder kalibriert war und ziemlich grobschlächtig irgendwie wohl bei diesem Lösen der Bremsen und wieder Bremsen, bis das Rad kurz vorm Blockieren ist, zu Werke gegangen ist. Ne? Das haben wir dann ja mit einem Software-Update, glaube ich, versucht zu verbessern, ja. Und ich habe jetzt ein Video gesehen, auch heute Morgen, von Dirk Henningsen, der mit einem Freund zusammen mit dem Model 3 bei einem ADAC Fahrsicherheitstraining war. Okay. Und der Instructor, der das geleitet hat, der war anscheinend tatsächlich erfreulich interessiert an der ganzen Sache, vor allem, weil er wohl selbst E-Autofahrer ist. Und die haben tatsächlich da ein paar Bremstests, natürlich nicht hochwissenschaftlich. Klar, am Hütchen wird scharf gebremst auf verschiedenen Untergründen und auch aus verschiedenen Geschwindigkeiten heraus. Und da meinte der Instructor und auch die anderen Fahrzeuge, die dabei waren, haben da nicht wesentlich besser abgeschnitten, muss man sagen. Also da hat sich das Model 3 bei Geschwindigkeit 30, 50 und 80, glaube ich, wohl völlig normal geschlagen, wie alle anderen Fahrzeuge, die dabei waren auch. Okay. Also mit, ich denke mal, klar, wenn ich jetzt einen absoluten Vergleichsbremstest mache, mag es Autos geben, die das besser machen. Ja, also ich find einfach alles, was ich weiß nicht, was da für Werte bei rauskam, aber ich meine, es werden so über 40 Meter gewesen aus 100, also km/h. Praktisch 60 Meilen oder 100 knapp 100 km/h. Und das ist doch für ein M3, denke ich, relativ lang. Weil man erwartet ja eigentlich auch bei dem M3 als Elektroauto mit Rekuperationsfähigkeit und zusätzlich ganz guten Bremsen offensichtlich, dass so ein Fahrzeug halt wirklich recht schnell dann auch zum Stehen kommt. Ne? Und 40 Meter ist dann, finde ich, kein besonders guter Wert mehr. Ja, also ich war gestern in Laar bei meiner Familie, ein Familiengeburtstag, und mein Bruder durfte M3 fahren. Auf meinen Bruder kommen wir später noch zu sprechen. Und der hat tatsächlich nicht nur Beschleunigungsversuche gemacht, was man natürlich irgendwie mit diesem Auto, glaube ich, automatisch gerne mal ausprobiert. Er hat auch mal einen Bremstest gemacht. Ich schätze jetzt einfach mal so aus Tempo 40 bis 50 raus. Ja, also es war eine verdammt gute, starke, schnelle Bremsung. Hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Auto irgendwie ungewöhnlich schlecht gebremst hätte. Also ja. Ich glaube, im Alltag wird man das eher nicht merken. Klar, wenn es auf der Autobahn drauf ankommt, kann es entscheidend sein. Das wäre natürlich fatal. Aber was man dann am Schluss gelesen hat, sind die Bremswerte ja wohl deutlich besser geworden dann wieder nach diesem Update. Die amerikanische Verbraucherzentrale oder was das da war, die haben ja ihre Kaufwarnung dann auch zurückgenommen, glaube ich. Die haben eine Kaufwarnung rausgebracht? Ja, die hatten ganz am Anfang so eine, also nicht eine Empfehlung zum Kauf aussprechen können, eben weil das Model 3 in seiner ursprünglichen Version so schlecht gebremst hatte. Oh je, okay. Ja gut, aber wie gesagt, ich glaube, du hast es ja auch selber gerade erwähnt, also ich glaube, es war ein Softwareproblem vom ABS und das ist nachgebessert worden, und das ist ja auch das Coole an den Fahrzeugen, also dass man halt softwareseitig viel, viel machen kann, irgendwie verbessern kann, und ja, genau. Ja, wir sind bereits in Kiel angekommen und fahren jetzt gleich über die Europabrücke nach Straßburg. Wobei das nicht die Europabrücke ist, das ist die neue, wie auch immer, Brücke. Passerelle. Passerelle, ja, doch irgendwie sowas. Ja, also auf jeden Fall ist das die Straßenbahnbrücke.
Aber wir fahren mit den Autos, fährt man über die Europabrücke. Und eigentlich fahren wir jetzt in eine Zone in Straßburg hinein, wo wir eigentlich eine, oder zumindest bald eine Plakette bräuchten. Ihr erinnert euch, ich verlinke euch, wenn ich es finde, das Video nochmal, als Marisa und ich schon mal in Straßburg waren mit dem Golf. Wir hatten uns dann ganz neu die Plakette besorgt. Marisa hat sie an der Zoe sowieso. Und ich habe jetzt für das Model 3 tatsächlich noch keine Plakette bestellt. Mache ich die nächsten Tage. Die kommt dann normalerweise, wenn man das bestellt, dann auch relativ schnell. Und jetzt kommt was Wichtiges. Ich mache euch den Link für die französischen Plaketten in die Videobeschreibung, weil wenn man da sucht im Internet, es gibt Seiten, die faken einen. Also die wollen dann 26 Euro von euch. Und ihr werdet niemals eine Plakette erhalten. Ihr kriegt ein Butterbrotpapier zugeschickt. Nicht mal, ja. Also es ist wirklich so, es ist eine Gaunerseite, wahnsinnig gut aufgemacht. Ich bin vorhin selbst drüber gestolpert und dachte, oh wow, die verlangen hier 26 Euro plötzlich. Ich habe doch nur 5 Euro irgendwas bezahlt beim letzten Mal. Und tatsächlich, Marisa wusste es dann noch, Vorsicht, es gibt diese Fake-Seiten. Jetzt also ich mache euch... Ja, ganz gefährlich. Ich mache euch den korrekten Link unten in die Videobeschreibung. Also seid vorsichtig. Für so ein Elektroauto kostet das irgendwie 3 Euro irgendwas und dann noch Versandkosten. Also Leute, jetzt im Ernst, ja. Also Plaketten, ja. Okay, Andi, super, super Hinweis. Lasst euch da nicht verarschen, wenn ihr schon eine Plakette euch kaufen müsst, um nach Frankreich reinzufahren, in irgendwelche großen Städte. Jetzt, wir fahren nach Straßburg. Super, also dass du es erwähnst, klasse. Aber Leute, echt, hört mit diesem Plaketten-Scheiß auf. Entschuldigung, ich habe Tourette. Ich kriege gerade Tourette. Das geht mir sowas von auf die Nüsse, dass man für jeden Mist irgendwie sich eine Plakette organisieren muss und aufs Auto. In der Schweiz, da fährst du 3 Jahre in die Schweiz, da hast du schon wieder drei Plaketten da kleben. Dann, weiß ich nicht, Feinstaubplakette, dann Plakette, um irgendwie zum Beispiel nach Frankreich reinzukommen. Bald vielleicht nach Stuttgart. Ich weiß es nicht. Leute, die Autos haben ein E-Kennzeichen, also am Ende ein E stehen auf dem Nummernschild. Das sollte reichen. Das ja, wäre ich sofort dabei. Meine Frage dabei ist aber, was ist, also gilt das europaweit, dieses E? Ich meine, ich habe mich vorhin gefragt, als wir es schon davon hatten. Norwegen weiß jeder, der Björn Nyland-Videos schaut und der sich ein bisschen interessiert, ist super vorbildlich mit der Elektromobilität. Dort dürfen die E-Autos auch Busspuren benutzen und. Wenn wir jetzt mit wenn wir jetzt mit unseren Autos nach Norwegen fahren würden, mit einer deutschen Nummer, mit einem E, würden wir diese Vorzüge auch bekommen. Wir würden wahrscheinlich keinen Strafzettel bekommen, weil die norwegische Polizei die E-Autos kennt. Aber jetzt mal so rein theoretisch, die französischen Kennzeichen sehen völlig anders aus. Es ist ein ganz anderes Grundprinzip. Mhm. Also da ist natürlich für mich schon wirklich die Frage, würde das einfach so europaweit funktionieren? Das ist eine politische Entscheidung, mein lieber Andi, oder? Ja, wir sind hier in der Europahauptstadt. Genau, hier Brüssel und EU, ja, also hier treffen sich die Leute, hier ist Europäisches Parlament. Ne? Ja, in Straßburg, genau. Aber und bitte, also Friday for Futures Bewegung und so weiter und solche Geschichten, ich meine, das ist im Prinzip der Kern, was die Schüler und Schülerinnen auch fordern. Dass die Politik beschleunigt und auch klarer reagiert und vielleicht, dass man halt solche, also wo ist das Problem, dass man halt eine einheitliche Kennzeichnung irgendwie halt einführt und sagt halt so, das sind jetzt wirklich reine, so sind E-Autos europaweit gekennzeichnet, bam. Und dann muss nicht hier eine Plakette gedruckt werden und da geklebt und Wir müssen unterscheiden, ne? Also wir dürfen jetzt natürlich nicht durcheinander werfen. Die Plaketten für die Schweizer Autobahn ist eine Autobahnmaut, hat nichts mit Umweltzonen oder so zu tun. Ja, also ich habe jetzt hier vielleicht habe ich mich da auch undeutlich ausgedrückt, ich meinte die Umweltzonenplakette, die es in Frankreich gibt.
Wir haben das ja im Video damals ausführlich erklärt, dass es eben hier in Frankreich zumindest besser gelöst ist als in Deutschland. Es gibt für E-Autos besondere Plaketten, die dann auch, man darf dann auch wirklich in die Zone reinfahren, und es gibt in Frankreich einen ganz klaren Stufenplan, der also in den nächsten Jahren die Regeln immer mehr verschärfen wird, so dass man irgendwann mit alten Dieseln oder so eben nicht mehr richtig Stau, ne? Also dass man dann eben nicht mehr hier reinfahren darf, ne? Und wir dürften dann eben mit unseren E-Autos, mit den entsprechenden Plaketten tatsächlich noch in die Innenstadt von Straßburg fahren. Also ja, es ist eine gute Frage. Es ließe sich auf jeden Fall besser machen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wie du sagst, Fridays for Future. Mit dieser gewissen, ja, wir können es jetzt in zwei Richtungen ausdrücken. Mit der kindlichen Naivität, ich nenne es jetzt eher mit dem jugendlichen Pragmatismus, der sich nicht um irgendwelches Parteigelaber und so kümmert, sondern der einfach sagt, Politiker, macht was, und zwar realisiert endlich mal was über Parteigrenzen hinweg. Das ist es. Egal jetzt, habt ihr die gleichen Grundideen, wollt ihr das Gleiche, genau, dann das, tut es auch. Genau das ist der Punkt, Andi. Genau das ist der Punkt. Und was ich super tolle Aussage fand letztens irgendwie, ich habe es irgendwie in Medien gesehen, ich weiß nicht, Fernsehen oder irgendwas geguckt auf im Internet, sagte jemand, also dass die Schüler das wirklich an Freitagen machen und halt praktisch streiken. Wir fahren in Tunnel, yippie-yay. Das ist eigentlich das Gute, und wegen der Aufmerksamkeit, und man sollte meinen halt so, sie schwänzen ja die Schule, formal schwänzen sie die Schule und kriegen dann vielleicht halt nicht Unterrichtsinhalte mit, ja, das, was sie lernen sollten. Und viele kritisieren das ja gerade deswegen auch. Aber derjenige, der das kommentiert hat, sagte, er findet es super. Also die Schüler haben gerade, das spricht gerade für die Schüler, weil sie aufgepasst haben, weil sie gelernt haben in der Schule und weil sie mitbekommen, dass halt viel schief läuft. Gerade deswegen gehen sie dahin. Ja, wir mussten jetzt gerade irgendwie unterbrechen, weil irgendwie wieder die vordere Kamera ausgefallen war. Ja, also Fridays for Future. Wir haben es also nochmal aufs Tablett gebracht. Die Schüler haben aufgepasst, und deswegen, weil sie was gelernt haben und weil sie was Essentielles gelernt haben und merken, dass halt was schief läuft, deswegen machen sie diese Geschichte. Und nichts anderes ist das, glaube ich. Und so wie du sagtest, politische Prozesse laufen meistens sehr zähflüssig ab, und da sind viele Einflüsse zu berücksichtigen. Und wir wollen auch nicht, also glaube ich jetzt irgendwie, also mir liegt es nicht daran, irgendwie halt unsere Politiker da jetzt halt bis aufs Schärfste zu kritisieren. Ich glaube, der Job ist einfach auch nicht leicht, ja. Zwischen diesen ganzen Industrien, Lobbyverbänden und Interessengemeinschaften. Genau, aber das ist genau das Problem, ne? Dass das Ganze sehr industriegesteuert ist und lobbygesteuert ist. Ich meine, wir sehen gerade in England den Untergang der parlamentarischen Demokratie. Das macht mir große, große Angst, was das auch für unsere parlamentarische Demokratie bedeuten kann, Populismus und so weiter. Ja, auch die Instabilität und Fraktionierung irgendwie in kleine Teile von Europa, dass sich da halt kleine Gruppen abspalten. Aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass es zum No-Brexit kommt. Dass wirklich irgendwann, vielleicht geht das nochmal 2-3 Jahre, und dass dann halt letzte ist halt der Tenor ist und die Conclusio, wir bleiben in Europa. Jetzt schaut euch das an. Wir sind jetzt gerade einfach so über die deutsch-französische Grenze gefahren. Hier bei uns im Grenzgebiet fährt eine Straßenbahn der Großstadt Straßburg im 10-Minuten-Takt nach Kehl. Der Verkehr. Ja, ja, das ist hier bei uns im Grenzgebiet so völlig normal. Das ist Europa. Wir können, weil da besonders gute Käse auf dem Münstermarkt verkauft wird, können wir einfach mal nach Straßburg fahren. Ne? Das ist Europa, so soll es sein. Keine Grenzen.
keine Grenzkontrollen, die gleiche Währung. Das sind alles Dinge. Ja, wenn ihr zufällig den Kanal, den YouTube-Kanal Now You Know ab und zu mal schaut. Kenn ich gar nicht. Kennst du gar nicht? Nee. Das ist dieser Vater und der Sohn, die normalerweise wirklich super gute Tesla-News-Videos machen. Amerikanischer Kanal. Okay. Super gut. Da ist jetzt gerade Daddy sozusagen, ist mit einem Model 3 in Europa unterwegs oder noch gewesen und hat so quasi so eine kleine Tesla-Tour gemacht durch Europa. Und er war auch begeistert, dass er in Schweden gestartet ist mit dem Model 3, dann einfach mal kurz nach Dänemark gefahren, nach Deutschland gefahren, dann rüber nach Holland zu Tesla, nach Tilburg, nach Seebrücke sind sie dann mal schnell gedüst. Dabei hat er gelernt, dass Seebrücke nicht in Holland liegt, sondern in Belgien. Ja, und er war begeistert, wie einfach das ist. Ne? Man befindet, also er hat es auch verglichen im Prinzip wie in den USA, wenn man zwischen Bundesstaaten hin und her wechselt. Und das zu zerstören und das aufs Spiel zu setzen, das ist wirklich gefährlich. Wir sind am Supercharger in Straßburg angekommen. Wahrscheinlich müssen wir das rausschneiden. Als wir hier auf diesen Parkplatz gefahren sind, ist gerade das Display hier einfach komplett ausgefallen. Genau. Das ist ein bisschen spooky, muss man schon sagen. Ja. Wenn plötzlich schwarz ist und du hast sonst keine Anzeigen, das ist irgendwie... Ja, startet sich dann aber komplett von selbst wieder. Ja, genau. Also ohne, dass ich hier Reset machen musste oder so. Ja, dann gehe ich mal anstöpseln. Genau, und bevor du anstöpseln gehst, ist ja jetzt die spannende Frage, what will we get? What will we get? Ich meine, das Fahrzeug ist jetzt, ja, wir sind hier vielleicht 15 Kilometer, ja, 20 Kilometer gefahren. Also sehr langsam. Dürfte kalt sein. Aber der State of Charge, also der SOC ist jetzt, weiß ich gar nicht, gucken wir mal gerade. Ist ja interessant. Gehen wir mal auf Energie... Meilen will ich nicht. Energie. Und dann gucken wir mal, wo ist Lade. Ja, 20%. Wir werden sehen, was wir kriegen. Dann gehe ich mal anstöpseln. Mach mal. Oh, spannend. Mal gucken, was Andi jetzt zuletzt verbraucht hat. Oh, sehr sparsam gefahren. Französischen Atomstrom laden. Um Gottes Willen, hoffentlich nicht. Aber wahrscheinlich ja, ne? Ja. So viel AKWs, wie die Franzacken so haben, ja. Hier direkt am Rhein steht eines. Noch tut sich nichts. Jetzt. Oh, jetzt geht's aufwärts. Wir bekommen 8 kW, juhu. Ah, geht relativ schnell hoch. Wow, hallo. What the heck? Naja. What the heck? Ja, aber komm. 80. Ja, aber das ging jetzt echt mal ratzfatz. Also... Nein, ich bin jetzt wirklich a little bit impressed. Wow, look at that. Wir gehen Richtung 100. Ja, das ist ja mal krass, ey. Ja, okay, also ich denke mal, die 100 schaffen wir jetzt wohl nicht ganz. Ja, jetzt geht er wieder ein bisschen runter. Ja. Aber Andi, das ist doch jetzt interessant, das ist doch wirklich interessant, weil im letzten Video hatten wir doch genau halt auch dieses Thema mit den 50 kW maximal, die du in Aachen am Supercharger gesehen hattest. Und wir hatten schon eine ganze Strecke gefahren, sind davon ausgegangen, dass eigentlich das Auto warm, die Batterie warm sein müsste, dass es daran nicht liegen könnte. Und darum sind wir ja auch gerade nochmal weitergefahren nach Kappel-Grafenhausen. Natürlich auch, weil wir gerne unterwegs waren mit dem M3. Und jetzt fahren wir hier 20 Kilometer, stehen am Supercharger irgendwie in Frankreich und kriegen auf Anhieb bei wahrscheinlich noch nicht wirklich warmer Batterie über 90 kW. Genau, und übrigens habe ich noch nicht das neue Update bekommen, das jetzt gerade... überall rausgerollt wird. Du meinst das, was die Vortemperierung... Genau, diese Vortemperierung, die habe ich noch nicht bekommen. Ich bin immer noch bei der Version 8.5. 8.4, Entschuldigung, 8.5 wird gerade ausgerollt. Wir können ja gucken. Genau, also hier unten ist die... 219.8.4, genau, ist es. Ui, oh, um Gottes Willen. Wir haben nichts gemacht. Ja, genau. Also die 8.4, 8.5 wird gerade ausgerollt. Ein paar Leute bekommen allerdings auch schon die Version 19.12. Mhm.
Also das ist noch eine andere Variante, die gerade ausgerollt wird, aber auf jeden Fall ist überall diese Vortemperierung des Akkus mit drin. Die habe ich noch nicht und naja, er lädt jetzt tatsächlich mit 81 kW. Er ist dann wieder ein bisschen runtergegangen, weil er wahrscheinlich doch das BMS dann gemerkt hat, ganz die Temperatur ist noch nicht da, aber ich finde es erstaunlich. Also hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte wieder gedacht, so läppische 50, 30, 36 kW, aber nee. Auf der anderen Seite, an Fastnet sieht man dann halt gleich mal 120. Ne? Ja, aber er knallt ja auch nicht irgendwie 120 kW in einen eiskalten Batterieblock rein, oder? Also, als Marisa und ich bei Fastnet waren, haben wir 120 bekommen. Ne? Und da seid ihr aber vorher gute Strecke gefahren? Nach Herbolzheim. Nach Herbolzheim, okay. 30 Kilometer oder okay, so. Okay, ja. Nee, das ist dann, wow. Ja. Okay. Wir müssen uns über was anderes unterhalten. Ich habe euch vorhin erzählt, dass mein Bruder gestern M3, Model 3 fahren durfte und natürlich angetan war, natürlich irgendwie begeistert war. Aber gerade mit meinem Bruder, komischerweise, gibt es immer wieder heiße Diskussionen zum Thema Elektromobilität. Er meint da immer irgendwie besser Bescheid zu wissen, wie ja so ganz, ganz viele Menschen da draußen, die immer denken, sie haben da irgendwas, keine Ahnung, in der Bild gelesen oder weiß ich wo gelesen und wissen alles besser als die Menschen, die Elektroautos fahren und sich damit beschäftigen. Aber als wir dann wieder ins Diskutieren kamen, meinte er, naja, ihr Elektroautofahrer, ihr seid ja auch eine Sekte. Eine Sekte. Ja, was ist eine Sekte? Wir sind Scientologen. Wir sind eine Sekte. Wir sind eine Sekte. Wow. Seht ihr, wie alles hier ockerfarben wird und wir schweben ja, ne, in unseren Elektroautos und wir sind ja völlig verbohrt und sehen ja die Realitäten und die Grenzen, oh, es hat geklonkt, und die Grenzen der Physik ja nicht. Das wäre auch noch ein Thema, ja. Ja, genau, also ja. Wird dann tatsächlich einem so vorgeworfen. Doch, wir sind, was? Wir sind in der Blase. Um Gottes Willen, nein. Also ganz primär erstmal würde ich doch sagen, ich habe wir haben zu Hause bei dir ja auch schon bei Kaffee und Kuchen so ein bisschen diskutiert und davon gehabt. Ich meine, ganz primär, wenn sich jemand wirklich in so ein Elektroauto setzt, die meisten, ich sag mal 90%, sind sofort so angetan von der Einfachheit, Einfachheit der Bedienung und es ist ein anderes Fahrgefühl, ja. Und das war bei mir persönlich auch so, als ich das erste Mal wirklich das Tesla Model S Probe gefahren bin in Baden-Baden. Das war auch jetzt nicht eine große Strecke, aber wir sind vielleicht 30 Minuten, 40 Minuten gefahren. Aber das war's. Da war alles um mich geschehen. Ich habe gedacht so, nein, das ist die Zukunft und ich will nur noch so fahren. Wow, was ein cooles Erlebnis irgendwie halt. Das Auto ist leise, es hat Kraft, ich muss nicht schalten, es stinkt nicht nach Benzin. Lauter, aber es ist alles so, ja. Interessant, ja, ich meine, ja, mir geht es ja genauso, oder uns, Marisa und mir, ging es ja genauso. Aber es gibt offensichtlich auch Menschen, oder ganz viele, dazu gehört offensichtlich mein Bruder, die fahren Elektroauto, der ist auch schon mit dem E-Golf gefahren und jetzt eben mit dem Model 3. Okay. Und sagen, ja, cool und ne, wie das Ding beschleunigt und so, echt super. Aber es ist kein relevantes Auto, überhaupt, also... Ich meine, ein Model 3, um Gottes Willen, das sind Preise, man muss dieses Auto wollen, man muss diese Form des Autos wollen und. Er lebt in einer großen Stadt, er lebt in Karlsruhe, er braucht im Prinzip kein so großes Auto. Das sind ja alles ganz andere Aspekte, aber ich würde eigentlich auch erwarten, dass die Menschen begeisterter sind dann und sagen, Mensch, ja, mein nächstes Auto wird... dann mal ein E-Auto werden. Was ein cooles Konzept, ne? Ja. Aber was ich in letzter Zeit sehr häufig höre, habe in der Zwischenzeit völlig aufgehört, aktiv Menschen
anzusprechen und zu sagen, du, schau dir das doch mal an und fahr doch mal mit dem Auto oder so. Das habe ich völlig aufgegeben. Wenn mich Leute fragen, dürfen sie gerne sich das anschauen und fahren. Aber aktiv werde ich dann nicht mehr. Wenn ich aber mit Leuten spreche, auch mit Kollegen beim Mittagessen und so, dann kommt ganz oft dieses, ja, jetzt bräuchte ich eigentlich ein Auto, aber jetzt kaufe ich mir nochmal einen Benziner, dann in 8, 9 Jahren, mhm, dann wird es ein E-Auto sein. Mhm. Klar ist es dann eine ganz andere Zeit, in 8, 9 Jahren, das sind in, wenn man die Entwicklung sieht, ich meine, wann kam Tesla wirklich mit dem Roadster, mit dem ersten, was war, 2013 oder sowas, ne? Roundabout. Und jetzt sind wir bei 19, das sind 6 Jahre und meine Herren, also Leute, es hat sich so viel getan. Und ich glaube, ohne Tesla wäre halt auch diese ganze Entwicklung auch nicht so möglich gewesen. Also ich glaube, die Autohersteller wären nicht aufgewacht. Aber klar, natürlich, also wir sind irgendwie halt so eine Art, also ich würde schon sagen, so ich bin so eine Art, ja, Tesla-Fanboy. Ich laufe jetzt nicht in Tesla-Klamotten rum oder so und mache da Merchandising und quatsch jeden an und voll über mein tolles Elektroauto. Ist auch gar nicht nötig. Aber es ist, ich glaube, es ist ein Baustein, sag ich mal, auch umweltpolitisch, was man auch kontrovers diskutieren darf und sollte. Aber ich glaube, dass die Elektromobilität, wenn die Akkus aus nachhaltigen Quellen praktisch geladen werden, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Und es ist, also ohne das jetzt wissenschaftlich belegen zu können, gefühlt zumindest wirklich besser, als weiter einen Verbrenner zu fahren und fossile Brennstoffe zu verpulvern. Die Autos müssen auch hergestellt werden, klar. Ja, die Ressourcen müssen auch irgendwo halt herkommen, klar. Und das sind einfach zu diskutierende Punkte. Das hatten wir eben auch, wo wir gesagt haben, so auch Recycling zum Beispiel, Batterie-Recycling. Nicht, dass wir dann halt, wenn das jetzt so hoch geht, wie du sagtest, dass wir nachher dann ein Riesenproblem haben mit Sondermüll und diese Batterien. Und sie sind ja alle unterschiedlich. Mhm. Die Hersteller bauen die Batterien unterschiedlich, verbauen unterschiedliche Materialien. Unterschiedliche Rezepturen auch, also Zusammensetzung. Also ich habe jetzt gerade wieder mit Björn, er kennt den noch aus dem Video, den Akku-Talk. Sehr cooles Video übrigens auch, ja. Und er arbeitet in der Batterieherstellung, in der Zellherstellung. Ja. Und er sagt, also er hat so ein bisschen seine Bedenken, was das Recycling betrifft. Technisch möglich, ja. Mhm. Aber im großen Stil, so dass wirklich Firmen sich um Recycling kümmern, wird das wirklich schwierig, weil im Moment ist es tatsächlich so, dass quasi jeder Hersteller sein eigenes Recycling bräuchte, weil jeder hat seine andere Rezeptur und baut die Akkus unterschiedlich zusammen, unterschiedliche Materialien und. Und das könnte tatsächlich dann mal irgendwann das Recycling erschweren. Wird man sehen, wo das rauskommt. Aber ich meine, wir waren bei den Reaktionen, was dieses Elektroautofahren auslöst. Du hast mir vorhin auch erzählt, dass du immer noch tatsächlich beim Mittagessen regelmäßig von deinem Chef und deinem direkten Oberarztkollegen so ein bisschen mitgebasht wirst. Also das ist natürlich immer viel Spaß. Peace, Love and Rock'n'Roll, Dr. Vance, ja. Also immer auch ein bisschen Spaß dabei. Ich meine, ich kenne diese Truppe, ja. Ich habe da ja auch gearbeitet. Genau. Es ist immer so natürlich viel Spaß und viel... Ja, so kleine Sticheleien einfach halt. So, alter Elektroautofahrer und Tesla. Und Tesla geht sowieso vor die Hunde und solche Geschichten. Okay, ja. Bleibt dabei, fahrt eure, ich meine, ich kann auch verstehen, nicht jeder hat auch wirklich irgendwie die so viel finanzielle Power, um sich so teure Autos zu kaufen. Und Verbrenner, klar, werden jetzt im Moment gerade halt richtig günstig, auch gebrauchte, angeboten und sind en masse verfügbar und meistens auch in guten Zustand, so dass das natürlich unter dem finanziellen Aspekt natürlich echt ein Punkt ist. Also mein lieber Herr Gesangsverein, ja, manchmal wirklich der Akku explodiert. Ne? Ich wollte gerade schon sagen und dich fragen, du weißt, warum ich grinse, yeah. weil es nicht weg ist. Und das habt ihr jetzt aber auch wirklich gehört. Da bin ich mir sicher, weil es war auch auf dem vorherigen Video zu hören. Das hat jetzt aber richtig plöpp gemacht. Mhm. Ja.
richtig geklonkt hat. Ja, also ja. Es ist wirklich jetzt beim Laden, glaube ich, ja. Doch sehr laut, ja. Wir sind nach wie vor bei 82 kW Ladeleistung. Ja, also was habe ich sonst jetzt in diesen zwei Wochen mit dem Model 3 an Reaktionen erlebt? Mhm. Erst vorgestern sind wir durch Offenburg gefahren, so ein bisschen im zähfließenden Verkehr vor einer Ampel. Und in dem Moment kamen gerade drei junge Leute aus einer Pizzeria raus und haben uns mit den Pizzaschachteln im Arm. Und wir fuhren also irgendwie direkt an ihnen vorbei und die sind spontan in Jubel ausgebrochen und haben die Daumen gereckt und wahrscheinlich Jugendliche. Ja, genau. Also die Jungen scheinen gerade jetzt das Model 3 zu kennen. Mhm. Auf der anderen Seite, wir waren auf dem Weg zu einer kleinen Geburtstagsfeier und hinterher natürlich klar, oh, Andi hat ein neues Auto, das schauen wir uns jetzt doch an und so. Dann sind alle so ein bisschen drumherum gestanden. Ein paar Leute, wie zum Beispiel der Björn und seine früheren Hochschulkollegen, waren natürlich völlig begeistert, weil auch unter den ganzen Batterieforschern ist Tesla also wirklich die Krone sozusagen, die eben bewiesen haben, wir bauen euch aus Laptop-Akkus ein Auto. Mhm. Und die waren natürlich, die wollten auch unbedingt dann mal mitfahren, eine kleine Runde und so, und waren dann total begeistert. Aber die anderen, die so drumherum standen, da kamen dann schon so diese üblichen Lästersprüche von wegen, naja, mein Fernseher zu Hause ist aber größer wie das hier. Und ach was, da kann man Lagerfeuer, mach mal Grillwürstchen und so. Ne, also schon so ein bisschen so dieses leicht Ablehnende. Ich weiß immer nicht so richtig, ob das auch so ein bisschen Neid. Ja, vielleicht auch Neid. Neid aber, of the Proms. Aber vielleicht auch so ein bisschen so diese Unsicherheit gegenüber diesen Autos ist. Ne? Also sind die wirklich zukunftsfähig? Langlebig. Ja, wir wissen ja alle, alltagstauglich. Die brennen ständig, ja, die Dinger, die, Akku, genau. Die Akkus halten höchstens zwei Jahre. Ja. Recycling geht gar nicht. Es stecken quasi noch die Kinderhände im Akku drin, die den Kobalt geschürft haben. Oh mein Gott, was erzählt der Andi denn? Und der Kohlestrom, der in Deutschland ja zu 100% verwendet wird, den wir in die Akkus reinladen. Ja, ihr wisst, ne? Also was ich meine. Das sind alles so diese Vorurteile und die Leute sind voll gefüttert mit diesen Vorurteilen. Und ich glaube, dass das dann auch, wenn man dann wirklich leibhaftig vor so einem Fahrzeug steht und so ein Model 3 ist einfach jetzt, ich meine, allein dieses Cockpit hier, es ist einfach was Neues. Ne? Das ist eine Innovation, ob man das jetzt mag oder gut findet oder nicht, das ist was anderes. Aber es ist definitiv ein Hingucker. Ne? Also so kennt man Auto nicht. Hm. Aber leider gehen die Leute nicht mit der nötigen Offenheit, finde ich, drauf zu. Ich kann gut verstehen, wenn mir jemand sagt, das ist scheiße. Ja, aber das ist doch ein Punkt einfach halt, genau. Also mir fehlt da einfach halt auch die, sag ich mal, positive kindliche Neugierde an dem ganzen Thema, und die bringe ich einfach halt auch mit und bin einfach halt von der Technik und dieser Innovationskraft und dem Gedanken, diesem Grundgedanken, der dahinter steckt, einfach halt begeistert. Und von dem Produkt selbst, weil es einfach Spaß macht. Ja? Es bleibt ein anderes Diskussionsthema, Individualverkehr muss runter, und es gibt unglaublich viel da, glaube ich, zu tun, und man kann das kontrovers alles diskutieren, aber der Grundgedanke, der dahinter steht, und das Produkt selbst macht unglaublich Spaß, damit unterwegs zu sein Also der Lesch, der Professor Dr. Harald Lesch, hat mal so witzig gesagt irgendwie, das war aber auch, da war auch so ein bisschen Kritik natürlich, hat man da rausgehört. Hat er gesagt so, und dann sitzt man voll ökologischer Lust irgendwie in seinem Elektroauto, ja, und man ist ganz ökologisch unterwegs. Ich glaube schon, dass es eine bessere individuelle Fortbewegungsmethode ist, als einen Verbrenner zu fahren. Punkt. Dabei bleibt es einfach halt, denke ich. Ja, und ich meine, Owe sagt ja immer, bist du so ein Öko-Bruder? Und ja, so, genau. Er selbst ist das ja gar nicht. Er steht total auf Verbrennungsmotoren, aber es,
es sind einfach auch richtig gute Autos. Ja, Obi ist ein alter Petrolhead. Ich meine, ja. Der kommt ja wirklich aus diesem ganzen amerikanischen V8-Kram und dem ganzen ja. Zeugs irgendwie halt so. Ich meine, ich persönlich selber, ich bin auch, ich mag bestimmte Autos, Verbrenner. Es gibt wunderschöne Autos und Karosserien und auch Motoren und das ist alles spannend. Wäre blöd, wenn ich das verleugnen würde. Ich habe mal Kfz-Mechaniker gelernt auch und von dem her habe ich mich mit dem ganzen Thema halt auch auseinandergesetzt. Ne? Und, aber gerade das macht es halt auch interessant für mich, einfach halt hier so ein Fahrzeug mal dann halt zu bewegen und anders zu fahren, anders unterwegs zu sein. Ja. Also ob Öko oder nicht, die Dinger genau. machen Spaß. Ja, so oder so, ja. Ja, sicher. Wir haben gerade festgestellt, dass offensichtlich die Frontkamera schon seit Ewigkeiten nicht gefilmt hat, weil irgendwas abgestürzt ist. Und weil der Akku fast gebrannt hätte. Ja, fast hat er wirklich, der hat wirklich geglüht. Also irgendwas war da mit der GoPro nicht in Ordnung. Jetzt macht hier unsere super billig Action Cam offensichtlich das Ganze heute besser. Spontan ist ein neues Thema hinzugekommen. Genau, es war ja Ladepalaver. Das passt eigentlich total gut rein. Wir stehen hier am Supercharger, wir stehen hier am Stall 1A. Soll ich euch das mal gerade filmen und einmal zeigen? Von draußen vielleicht. Oder? Ja, dann gehe ich mal kurz raus. Ja, ich nehme euch mal kurz mit. Ja, okay. Dann seht ihr das, was passiert ist. Wir haben einen Nachbar bekommen. Jetzt hört er mich gleich nicht mehr, aber das ist der Nachbar. Genau. Und das ist Stall 1B und da ist der Stall 1A. Und die beiden teilen sich das natürlich und so sieht das dann aus. Genau. Und wenn man jetzt guckt, man sieht ja, hier ist alles frei. Genau. Das war jetzt Demonstration. Ja, ihr seht, wie das Ganze aussieht. Ne? Wir haben einen riesen Supercharger und die drei Teslas stehen wie die Vögelchen auf der Reihe. Gequetscht übereinander. Auf jeden Fall, wir haben hier geladen mit 68 kW in der Zwischenzeit und dieses Auto, dieses belgische Auto fuhr neben uns und wir haben dann versucht, denen zu erklären, dass sie jetzt wahrscheinlich keine so wahnsinnig schnelle Ladeleistung bekommen, weil sie sich mit uns den Stall teilen. Und die haben uns dann erklärt, nee, das sei alles falsch. Wir haben das falsch verstanden. Je näher man hier am Trafohäuschen stünde, umso besser sei die Ladeleistung. Ja, es würde immer weniger werden. Herrlich. Also je weiter außen man quasi an den Stall geht, umso weniger Ladeleistung wird man bekommen. Uns hat es an der Ladeleistung jetzt nichts geändert. Ich schätze mal, die bekommen nicht ganz so viel. Nee, genau. Also der zuerst, wie gesagt, es teilt sich immer ein Supercharger-Pärchen halt wirklich ein Powerblock und das wird dann geteilt. Wenn zwei da laden, dann wird es aufgeteilt und es ist wirklich so, der als erster kommt, der kriegt die maximale Ladeleistung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier mit 110 oder 118 kW geladen hätten, dann hätte er drüben halt wirklich nur noch den Rest bekommen und das wäre nicht mehr viel gewesen. Und er ist ziemlich leer. Sie wollen es nicht verstehen, nicht einsehen. Sie glauben tatsächlich, dass das abnimmt, die Spannung, die KW-Leistung immer weniger wird, je weiter man nach hinten kommt. Naja, c'est la vie. C'est la vie, c'est la guerre. Ja. Ja, kommen wir vielleicht zu einem letzten Thema, so ein bisschen News auch noch. Auch wenn sich viele andere YouTuber schon dazu geäußert haben, dieses Chaos, das gerade herrscht in der Tesla-Welt. Ich meine, das ging vor 2 Monaten schon los, als Tesla plötzlich die Preise vor allem der Performance-Modelle drastisch gesenkt hat. Das hat natürlich viele Besitzer geärgert, weil natürlich die Gebrauchtpreise damit futsch waren. Wir müssen nachher noch über den Verkauf vom Model S sprechen. Das sind alles so Dinge gewesen, die so Wellen geschlagen haben. Jetzt gerade ganz neu die Sache, dass in den USA recht überraschend das $35.000-Modell, das lange angekündigte, erschien. Und jetzt seit ein paar Tagen mehr oder weniger wieder beerdigt wurde.
Und jetzt kann man nur noch dieses Standard Range Plus Modell, das einfach deutlich besser ausgestattet ist, also eigentlich so von der Ausstattung dem hier entspricht, nur mit einem kleineren Akku und nur einem Hinterradantrieb. Und das gibt es dann in Deutschland jetzt auch schon zu bestellen. Lieferzeit weiß man noch nicht so genau, aber offensichtlich sprechen wir da so von 45.000 Euro Kaufpreis. Roundabout. Aber ist es wirklich so, Andi, dass habe ich das, ich habe es so verstanden, als ob man durch, ist es ganz weg? Ist es das 35.000 Euro Modell ganz weg? Man kann es wohl telefonisch und in Stores dann doch noch bestellen. Eben, ne? Aber auch das widerspricht ja wieder völlig den angekündigten Vertriebswegen, dass man weg möchte von den Stores, sondern dass man alles im Internet mit Klick, Klick, Klick bestellen kann. Und jetzt gibt es ganz viele Optionen, die man im Konfigurator im Moment überhaupt nicht anklicken oder bestellen kann. Mhm. Das ist ja alles wirklich sehr verwirrend. Das ist ein Tohuwabohu, genau, so ein bisschen bei Tesla gerade. Was die Preispolitik anbelangt, was die Verkaufsstrategie anbelangt, was Service anbelangt. Und da sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei einem breiteren oder auch neueren Thema. Wir kommen gleich wieder darauf zurück, dass das 35.000 Euro Modell praktisch halt ja jetzt nicht kommen soll oder nur halt mit dieser Sonderbestellung telefonisch, wenn man in den Store geht und mit den Mitarbeitern, die Mitarbeiter darauf anspricht und dann kann man es bekommen. Genau, Service sehe ich im Moment als eines der Hauptprobleme bei Tesla. Also da gab es jetzt auch verschiedene Aussagen. Nürnberg, die einen sind begeistert vom Service Center in Nürnberg, die anderen sagen halt schlechte Erfahrungen gemacht. Wie mit den Auslieferungen. Ich meine, ich hatte eine gute Auslieferung in Stuttgart-Weinstadt. Die war okay, ja. Die war okay. Ich meine, das Auto ist sehr in Ordnung. Ne? Mhm. Ich habe wirklich wenig zu kritisieren. Das stimmt, ja. Übrigens, an dem Punkt möchte ich eine Sache sagen. Ich habe Tesla geschrieben, also dem Service Center geschrieben. Okay. Ich hätte ein paar Punkte, die ich eben korrigiert haben wollte und eben das fehlende Ladekabel. Und tatsächlich, ich habe das Donnerstagabend in einer E-Mail geschrieben. Donnerstagmorgen um 9 bekam ich eine E-Mail von einem Versandunternehmen, dass ich ein Päckchen von Tesla zu mir unterwegs wäre. Das kommt dann morgen an. Also ich gehe davon aus, dass da das Ladekabel drin ist. Das wäre ja super. Das wäre super. Dann wäre ich da schon wirklich zufrieden. Ich glaube übrigens, dass ich mein Lenkrad korrigieren lassen muss. Da müssen wir uns Sachen mal anschauen. Ich finde, das Lenkrad macht Geräusche. Ja, also das wie Schleifgeräusche. Okay. Beim Drehen. Ich denke, das ist ein bisschen zu straff angezogen. Aber daraufhin habe ich noch überhaupt keine Antwort bekommen, jetzt seit Donnerstag, ob ich da, ich meine, wenn ich mir einen Servicetermin buche über die App, dann wird das Juni, bis ich wieder einen Servicetermin habe. 28. Mai, ich habe vor 3 Wochen gebucht oder 2. Ja, das ist natürlich das Problem jetzt, ne, mit dieser Schwemme an Autos, an Model 3, die gekommen sind und die fast alle irgendeine Nacharbeitung benötigen. Genau. Also jetzt überleg mal, Andi, nicht nur die Nacharbeitungen, die Model 3s werden ausgeliefert wie geschnitten Brot. Ja? Also wirklich, in der Schweiz war das Model 3 das meistverkaufte Auto im Monat. Das meistverkaufte Auto unter allen anderen. Und also M3s werden wie geschnitten Brot ausgeliefert, da gibt es Nachbesserungen, dann ein Herr Musk sagt, wenn die Software seitig verfügbar wäre, die Full Self-Drive-Geschichte, irgendwie würde das auf 3.0, Hardware 3.0, also halt nachrüsten. Vielleicht haben wir hier schon 3.0, das weiß ja niemand. Glaube ich nicht. Weiß man nicht. Hardware 3.0? Nee, also ich glaube, weil das ist zwar angelaufen mittlerweile und es ist wohl auch in der Produktion, was ich so gelesen habe und mich informiert. Weiß nicht. Gut, kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht, ich würde es dir wünschen, aber trotzdem, es wird eine ganze Reihe an Fahrzeugen geben, die halt diese Nachrüstung halt dann vielleicht auch bekommen sollen. Und das ja angeblich kostenlos. Das soll dann mobil erledigt werden mit dem mobilen Service von Tesla. Trotzdem, also wie, ich sehe das überhaupt gar nicht. Also wie will man ein Service Center reduzieren oder im Gegenteil. Also ich glaube, damit kann man Tesla-Kunden wirklich halt auch verärgern. Mhm. Also wenn man halt lange, lange auf einen wichtigen Servicetermin oder eine Reparatur warten muss,
und da Wochen dann das Auto weg ist, das ist blöd. Also das finde ich dann doof. Die geben sich alle größte Mühe, aber ich glaube, dass einfach halt die Zahl der Service Center und der Service da halt einen ganz, ganz entscheidenden Faktor einnimmt. Und ich hoffe, dass das von der Firma und von Musk nicht verkannt wird. Also ja, ist zu wünschen. Also da muss mehr passieren und jetzt eben diese seltsame Preispolitik und jetzt gibt es kein 35.000 Dollar Modell. Genau. Da werden natürlich alle applaudieren, die gesagt haben, ja, ich wusste es ja schon immer. Also ich meine, es gibt ja auch ganz viele in der Tesla-Blase, die das gesagt haben, Frank von Kanal Schräg oder Evie Paddy, grüß dich übrigens, viele Grüße nach Spanien, die haben das ja auch schon prophezeit, dass das einfach nicht lukrativ ist für Tesla und vielleicht, ich glaube auch nicht, dass dieser Markt unbedingt für Tesla geeignet ist. Ich meine, da sind wir in direkter Konkurrenz mit dem Kona, mit dem e-Niro, mit dem Hyundai, anderen Modellen und jetzt dann vielleicht auch mit dem Peugeot 208. Stimmt, der ist jetzt auch... Warum muss Tesla da mitspielen? Ich denke, so ein Model 3, also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Model 3 mit Hinterradantrieb und dem Standard-Range-Akku, der ja immer noch deutlich über 300 Kilometer WLTP-Reichweite hat, für 45.000 inkludiert ist dann der einfache Autopilot, also sprich Abstandsregelungstempomat und diese Spurführung und diese Geschichten. Kein schlechter Deal, muss man sagen, aber Tesla muss jetzt wirklich mal eine klare Linie haben. Ja, also es kann nicht sein, finde ich, dass Tesla jetzt über Jahre hinweg mit Model S und Model X schon viel Chaos immer wieder hatte und viel Wechsel und so, aber doch irgendwie eine klarere Linie hatte und jetzt mit dem Model 3 so viel Unruhe entsteht. Das verärgert, glaube ich, vor allem auch die Altkunden. Ja, also, weil die kommen jetzt auch zu kurz, was den Service betrifft. Die haben wirkliche Luxusautos gekauft, ja, also für sehr hochpreisige Fahrzeuge. Und da kann man, denke ich, schon auch einen guten Service erwarten. Das erwarte ich. Und der Service war ja eigentlich auch gut. Also die Mitarbeiter, die in den Servicecentern arbeiten, die geben sich größte Mühe, sind wirklich meistens wirklich sehr zuvorkommend. Aber es gibt halt auch Menschen dort, die dann vielleicht neu angefangen haben oder frisch dabei sind und noch nicht irgendwie halt in den ganzen Strukturen drin sind, die sich nicht gut auskennen. Und wenn man an so einen gerät, naja gut, hast du halt Pech gehabt, ne? Und dann wird da nicht nachgehakt. Und die Kommunikationsstrukturen intern in dem ganzen Service Center und Auslieferungsbereich scheinen ja wirklich nicht so schmeidig irgendwie zu funktionieren. Mhm. Und man hat dann diese Kommunikationsproblematik und dann hat man halt einfach die fehlende Manpower. Ich hab's vor 2 Jahren, habe ich in Stuttgart auch schon gesagt, hey Leute, ihr braucht mehr Personal. Ja, und alle haben zugestimmt und haben genickt und haben gesagt, ja, das ist wirklich ein Problem. Das könnte aber auch ein grundsätzliches Problem sein. Ich meine, das ist ein grundsätzliches Kfz-Betriebe, Problem. Glaube ich, oder überhaupt Handwerksbetriebe suchen ja händeringend nach Personal. Okay. Das wird wahrscheinlich bei Tesla nicht so arg viel anders aussehen. Ja. Wir werden sehen, was sich da tut. Ich hoffe, die lernen draus und wir gucken. Ja, letztes Thema, bevor wir hier fertig sind. Wir sind schon bei 85%. Christians Model S-Verkauf. Mein Model S-Verkauf, ja. Ja, tatsächlich, das letzte Video, das ihr gesehen habt, wo wir zusammen diesen kleinen Roadtrip gemacht haben, hat dazu geführt, dass Christian gesagt hat, so ein Model 3 wäre eigentlich sein Auto. Es wäre cool, ja, genau. Also mittlerweile bin ich ein bisschen entspannter. Ich war nach der Probefahrt, wo ich das M3 vom Andi jetzt so lang fahren durfte, es war schon eine richtige Tour. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich könnte es mir auch wirklich vorstellen, auch umzusteigen. Ich habe es reingestellt und ich bin jetzt auch mit dem Preis schon ein bisschen runtergegangen. Aber da ist auch eine gewisse Schmerzgrenze bei mir. Du sagtest es gerade, Luxusautos waren es früher. Ich habe wirklich sehr viel Geld dafür bezahlt. Das ist klar, dass die verlieren natürlich halt, die Autos, Fahrzeuge verlieren am Anfang am meisten.
Tesla ist da relativ stabil noch und erzielt noch gute Gebrauchtwagenpreise. Es sind gute Autos. Ich glaube auch, dass mein Auto wirklich ein gutes Auto ist. Es ist unfallfrei, es ist gepflegt. Was ich befürchte, ist, dass den Leuten nicht klar ist, ich habe es im letzten Video auch erwähnt, dieses Free Supercharging, was fahrzeuggebunden ist und auf die Lebenszeit dieses Fahrzeugs gilt, ist wirklich ein wahnsinniger Pluspunkt. Und ich glaube, das kommt bei den meisten noch nicht so wirklich an. Die ganzen Fahrzeuge, die jetzt rauskommen, M3s, SX, die kriegen maximal, wenn sie einen Empfehlungslink benutzt haben, irgendwie halt 1500 Kilometer Free Supercharging. Der Empfehler bekommt das Gleiche und dann bezahlt man. Und ich habe mir gestern ein Video angeguckt irgendwie über über das Ladechaos und diese ganzen Karten und RFIDs und diesen ganzen Schnickschnack und Maingau und weiß der Geier was es da alles gibt, ja. Das ist ein heilloses Chaos. RWE, Innogy, ENBW und jeder kocht da sein eigenes Süppchen und macht andere Tarife, manche Kilowatt gebunden, manche Zeit gebunden, manche nur einmal pro Ladesession. Und wenn du das auseinander dividieren willst, um wirklich günstig zu laden irgendwie, dann kannst du dich irgendwie 20 Minuten vorher irgendwie damit befassen und guckst dir alle Apps an und den günstigsten Ladetarif. Es ist bei Tesla wirklich ein super, super Vorteil, dass man ein proprietäres, exklusives Ladenetzwerk, was wirklich super geil funktioniert, irgendwie für diese Fahrzeuge hat. Und in Europa, in Übersee, in USA, Richtung Osten wird es dann ein bisschen mager. Aber das macht ja auch, das ist ein riesen Pluspunkt an diesen Fahrzeugen. Und also ich mache euch den Link nochmal zur Verkaufsplattform unten rein. Okay, schaut euch das Auto mal an, ne? Also genau. Ihr dürft jetzt auch nicht ganz, also man muss schon immer beim Autokauf immer so ein bisschen auch fair vergleichen, ne? Ihr schaut vielleicht auch die Videos von Owe, wo er dann kleine Schnäppchen irgendwie für seine Kunden besorgt, ne? Für 50.000 Euro. Aber wir müssen jetzt sagen, dass im Fall von Christians Model S handelt es sich um ein zwei Jahre altes Auto. Zweieinhalb Jahre, ja. Zweieinhalb Jahre altes Auto mit wenig Kilometern, ja, also mit knapp 60.000 Kilometern. Genau, 58.000, 59.000. Ja. Also das ist im Prinzip ja wirklich noch ein sehr junges und sehr gut erhaltenes Auto, eben keine Unfallschäden und so weiter. Und daraus ergibt sich natürlich auch so ein bisschen die Preisvorstellung. Es ist ein 90D. Ich glaube, beim Owe war es jetzt auch ein 70er oder 85er. Ein 85er. Okay, war ein 85er. Aber halt ein deutlich älteres Fahrzeug. Genau. Einfach halt. Also natürlich gibt es, wenn man in dem Segment guckt, also 14, Baujahr 14, 15, gibt es richtig viele günstige Teslas im Moment auch zu bekommen. Aber da muss man halt gucken. Einige haben Unfallschäden und ja, genau. Ja. Das soll das Ladepalaver gewesen sein. Mal schauen, was auf den Kameras am das Schluss war schon. Drauf vielleicht, war. Vielleicht filmen wir euch noch ein bisschen Landschaftsaufnahmen. Wenn wir zurückfahren über vielleicht, Kehl, vielleicht darf ich sogar noch mal vielleicht fahren. Darf er fahren. Aber natürlich darf er fahren. Aber wir müssen es ja nicht allzu lange machen. Vielleicht teile ich mal dieses Video auch in zwei Teile. Mal schauen. Mhm. Interessanterweise habt ihr euch offensichtlich alle sehr gern über eine Stunde unser Geschwätz beim letzten Roadtrip angeschaut. Ne? Aber ich glaube, das Interessante war halt wirklich Vergleich S, ja, M3. Genau. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es so unterhaltsam einfach halt, wenn man unterwegs ist und man sieht was dabei, halt auch die Landschaft und da unterhalten sich dann halt zwei Nerds und witzeln so ein bisschen rum. Das macht das vielleicht halt auch aus. Ja. Das ist nett. Ich muss mal gucken, das mit dem Teilen der Videos ist nämlich gar nicht so einfach. Ne? Okay. Also wenn man ein langes Video geschnitten hat, das dann in der Mitte durchzusäbeln. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Wir haben das Equipment wieder verändert. Eigentlich jedes Mal versuche ich ein anderes Equipment aus. Wir haben jetzt hier mit dem Ton ein bisschen anders gearbeitet. Das macht es für mich im Schnitt ein bisschen einfacher. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ob überhaupt was Vernünftiges dabei rauskommt, weil eben die GoPro, ausgerechnet die GoPro ist abgestürzt. Dieses super Billigteil da aus Fernost, das hat offensichtlich durchgehalten. Ja. Vielleicht hat es eine miese Bildqualität oder so. Mal schauen.
Oder das nächste Mal steht dann wieder meine teure, schöne Olympus-Kamera. Obwohl die war mal zum mit dem Weißabgleich war ein bisschen schwierig, mit, ne? So genau, ein bisschen hell also, zum Teil. Falls es euch das mal technisch interessiert, so. Tatsächlich, die Olympus hat ein Riesenproblem, die hat in der Videoaufnahme keinen Auto ISO. Also kein Auto-ISO. Mhm, Empfindlichkeitsanpassung. Das ist wirklich ein bisschen schwierig. Das machen hier diese Action-Cams deutlich besser. Gerade wenn man in Tunnels fährt oder die Sonne hat dann mal sehr stark reingeputzelt oder so. Also sonst macht die Olympus wirklich mega schöne Videoaufnahmen. Mhm. Ich hatte allerdings auch ein sehr günstiges Weitwinkelobjektiv drauf, was auch die Farben ein bisschen schlechter gemacht hat. Ja, wir sind jetzt hier tatsächlich, glaube ich, bei 90%. Und können dann wohl abbrechen. Ich verhindere mal Strafgebühren. Strafgebühren, genau. und fahren dann wieder nach Hause. Kommt gut in die nächste Woche, in die Karwoche vor Ostern. Ja. Es wird sicherlich bald neue Videos geben. So ein bisschen brauche ich gerade ein bisschen Anlauf. Darum bin ich super dankbar, wenn Christian Ideen hat für Videos und mit mir zusammen die Videos aufnimmt. Es ist nebenher manchmal ein bisschen schwierig abends noch. Was es auf jeden Fall geben soll, ist endlich auch mal eine Meinung von Marissa, die aber einfach dieses Auto hier bisher gerade mal 2 Kilometer gefahren ist. Somit sich keine richtige... Ja, sie möchte einfach nicht. Sie will doch nicht. Sie traut sich noch nicht, oder? Genau, sie fremdelt noch ein bisschen. Sie fremdelt ein bisschen, ja. Genau. Alles kommt an. Das kommt alles. Ja. Sie ist gerne damit gefahren, diese kurze Strecke, aber nach wie vor hat sie Probleme, die richtige Sitzposition zu finden. Stimmt, ja. Aber das wird sicherlich auch noch ein Video sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Durchhalten. Bis gleich, wenn ich fahre. Ja, mal schauen, ob wir noch ein bisschen was hinten dran schneiden. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.